Ich bin jetzt ein Patient aus Oberösterreich bzw. Salzburg und interessiere mich für diese All-on-4-Lösung. Wo soll ich mich melden und wie macht man das und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, Herr Dr. Gusel? Also aus dieser Region betreuen wir schon seit längerem die Patienten, die sich für All-on-4 interessieren. Man macht sich einfach einen Beratungstermin bei uns aus, am besten gleich am Telefon bekannt geben, dass man Interesse an dieser Methode hat. Und dieser Methode, die eben beinhaltet, dass man innerhalb von 24 Stunden feste Zähne, also feste Zähne an einem Tag bekommt. Mhm. Da sind wir mal für diese Region Anlaufstelle, da kann man sich bei uns informieren. Da wird einmal festgestellt, ist es überhaupt die richtige Methode, ist es machbar, mhm. entspricht auch die Methode wirklich Ihrer Vorstellung, was Sie sich erwarten, Ihrer Erwartungshaltung. Und da kann man eben alles einmal abklären. Des Weiteren funktioniert es dann so, dass natürlich dann, wenn diese Methode in Frage kommt, wenn die medizinischen Voraussetzungen passen, wir dann den Dr. Jall kontaktieren, mhm. um einfach auch dann diese chirurgische Phase abzuklären. Mhm. Der schaut dann auch noch drüber und macht ein bisschen was, dass das halt dann auch funktioniert. Ja. Ja. Aber wie komme ich als Patient in Frage, wenn ich jetzt gewisse Zähne habe, auf denen ich kauen kann, aber ich bin unzufrieden, ich habe Kiefergelenkschmerzen und so weiter und so fort. Ab wann sage ich, dass wirklich dieser Patient in Frage kommt? Das darf ich vielleicht ganz kurz beantworten. Es ist so, dass man muss mit dem Patienten gemeinsam ein Ziel erarbeiten. Alle Zähne, die noch im Mund sind, werden einer strengen Prüfung einfach unterzogen. Und ich sage das immer den Patienten so radikal, wir geben jetzt allen Zähnen einfach Schulnoten. Und wir schauen, was am Schluss jetzt einmal rauskommt. Wie viel nicht genügend haben wir, wie viel schlechte genügend und genügend sind vorhanden. Und anhand dessen wird dann eine Beurteilung getroffen, ob dieses Konzept in Frage kommt. Und dann kann man das dem Patienten mitteilen. Das heißt, es sind zwei Kriterien, die dafür sprechen. Sprich, Punkt 1, Zustand der vorhandenen Zähne. Und zweitens, Zustand des Knochens. Erlaubt auch der Knochen das Anwenden dieses Konzeptes. Wie gesagt, im Rahmen eines Gesprächs, einer Beratung, ist das überhaupt kein Problem. Notwendigerweise wird dafür ein 3D-Röntgen, also eine Volumentomographie, durchgeführt, wo man das auf ein Zehntel Millimeter ausmessen kann. Und man kann den Patienten relativ schnell einfach auch sagen, ob er für dieses Konzept in Frage kommt. Ja, super, so genau wollte ich es nicht wissen, aber danke. Bitte gerne. Wie ist es dann? Ich komme in Frage, ich war jetzt beim Dr. Gusel, habe die ganze Diagnostik gemacht, war bei Ihnen in Eggenburg. Und wir haben die OP jetzt hinter uns. Ab wann kann ich jetzt mein Schnitzel sozusagen essen, ohne schlechten Gewissen? Nein, wir informieren die Leute dahingehend, und das ist vor allem bei Patienten, wo es im Oberkiefer eine Behandlung gibt, dass wir also für die Dauer von 4 Monaten es schon vermeiden müssen, extreme Kaubelastungen, und ich rede von extremen Kaubelastungen, zu vermeiden. Sprich, was sind so typische Lebensmittel, die der Österreicher gerne isst, die nicht geeignet sind. Schwarzbrot, die wirklich sehr, sehr harte, knusprige Rinde, sollte nicht machen. Ich sollte nicht unbedingt von sehr harten Karotten zum Beispiel abbeißen. Ich sollte die Kruspeln von einem Schweinsbraten nicht unbedingt jetzt zermalen und zerkauen. Ich sollte mit Kornspitzen natürlich aufpassen. Es spricht nichts gegen eine weiche Nahrung und natürlich auch Fleisch, wobei die Fleischqualität, wobei das Hühnerfleisch zum Beispiel sehr gut in Frage kommt. So auch das sehr zähe Rindfleisch zum Beispiel, wo ich wirklich dreidimensional gewaltig kauen muss, sollte ich diese 4 Monate unterlassen. Und zwar aus 2 Gründen. Einerseits, dass die Implantate nicht überlastet werden und zweitens, ganz, ganz wichtig, dass das Provisorium auch nicht bricht. Der Zahntechniker hat nur wenige Stunden Zeit, dieses Provisorium anfertigen zu können. Aber das ist nicht eine Versorgung fürs restliche Leben, sondern das ist auch nur ein Provisorium und das hat seine Grenzen in der Festigkeit. Und das ist ganz wichtig. Es schaffen übrigens alle Menschen, es nutzen auch viele Menschen einfach auch zur Umstellung ihrer Ernährungsgewohnheiten. Es ist ein sehr interessantes Phänomen, ernährt sich viel bewusster, teilweise viel gesünder.